Willkommen zur ersten Episode von GFF Tutorials, wobei GFF natürlich für Gothic Fanfilm steht. In dieser Folge zeige ich euch, wie ihr eine Kamerafahrt erstellt, die sich auf einen Punkt gerichtet im Kreis dreht. Daher Kreiskamera. Brauner Senf hat das schon in einem seiner Videos gezeigt, hier nochmal der Link da unten. Und ich habe diese Technik auch in Teil 8 und 9 meines Gothic 2 Fanfilms verwendet. Auch hier unten der Link. Brauner Senf hat bis jetzt aber immer darüber geschwiegen, jedoch wurde ich öfters gefragt, wie geht sowas? Damit ich jetzt nicht jedes Mal aufs Neue antworten muss, zeige ich euch das jetzt hier Schritt für Schritt. Als erstes brauchen wir natürlich einen Punkt, auf den sich die Kamera später richtet. In diesem Fall ist es der namenlose Held. Ich gebe also in die Konsole ein Insert, PC, Underline, Hero. Da ist er auch, unser Held, bereit für seinen großen Auftritt. Gleichzeitig posieren und die Kamera drehen kann unser Held natürlich nicht. Dafür brauchen wir ein Stunt-Double. Da man das Double später nicht mehr sehen soll und es quasi nur als Kamera dient, nehmen wir das kleinste, was wir finden. Eine Fleischschwanze. Wir geben also ein Insert Meatbug, übernehmen die Fleischschwanze mit dem Buchstaben O und stellen sie so an den Helden, dass man ihren Schatten nicht mehr sieht. Nachdem wir mit F in die Ich-Perspektive gewechselt sind, wird es nun Zeit für die Kreisfahrt. Im Körper der Fleischschwanze drücken wir nun F6. Damit können wir die Kamera frei bewegen. Wir positionieren die freie Kamera dort, wo die Kreisfahrt starten soll. Dann drücken wir F7. Damit aktivieren wir eine Verfolgerkamera. Die Kamera dreht sich nun und bewegt sich mit der Fleischschwanze mit. Wenn wir jetzt auf der Tastatur nach links oder rechts bzw. A oder D drücken, dreht sich die Fleischschwanze und damit auch die Kamera. Der Zuschauer sieht jedoch nur die Kamera, die um den Helden kreist.